Popstar des Industriedesigns, Luigi Colani, der uns so schrille und futuristische Kreationen geschenkt hat und das Runde zur Stilform machte, ist mit 91 Jahren gestorben. Außerdem Stilles Örtchen verschwunden, Liebesaus bei den beiden, bei Andreas Cappelli und seiner Silvia und was die beiden über die Trennung so sagen. Auch das gleich bei uns in Brisant. Ich freue mich sehr auf Sie. Herzlich willkommen zu Brisant an diesem Montag. Schön, dass Sie bei uns sind, liebe Zuschauer. Ja, und wunderschön ist auch diese. Ja, Sie haben es schon in den Nachrichten gesehen, sicherlich. Der Designer Luigi Colani ist tot. Seine Entwürfe extravagant, mit großer Geste gezeichnet und nicht immer sehr praxistauglich. Sich selbst zu vermarkten, das gelang ihm bestens, durchaus. Über den Tod wollte er nicht gerne reden. Ich entstamme einer Familie von 100-Jährigen, hat er mal gesagt. Das schaffte er nicht. Mit 91 Jahren ist Luigi Colani jetzt gestorben. Faszinierender Künstler auf jeden Fall. So, und jetzt gehen wir der Frage nach, wo bitte dieses 18-karätige Goldklo jetzt spült. Hier sehen wir es noch einmal in seiner ganzen Pracht. Wie weg ist es nämlich? Verschwunden aus dem britischen Blenheim Palace, Geburtsort übrigens von Winston Churchill. Ja, also dieses schöne Stück muss einem WC-Fan sehr ins Auge gestochen sein. Denn die Kloschüssel wurde aus der Wand gerissen und keiner weiß, wer vielleicht jetzt zur Stunde drauf sitzt. Das stimmt allerdings. Es wird tierisch bei uns. Aufregung bei Hundebesitzern im schleswig-holsteinischen Bad Oldesloe. Über das Wochenende machen Gerüchte die Runde. Die mysteriöse Hundekrankheit aus Norwegen sei jetzt da angekommen. Ein Hund ist gestorben. Ja, und wer einen Hund hat, überlegt jetzt natürlich, kann ich überhaupt noch gefahrlos auf die Hundewiese gehen? Wir schauen mal, was dran ist an dieser Geschichte. Ja, weitere Informationen über diese mysteriöse Hundekrankheit und was Sie als Hundehalter jetzt beachten sollten, erfahren Sie auch auf brisant.de bei uns im Netz. Klicken Sie da gerne mal rein bei uns, liebe Zuschauer. So, ganz anderes Thema jetzt. Der neue Polizeiruf 110 aus München. Fast 6 Millionen Zuschauer haben ihn gestern Abend gesehen. Eine Streifenpolizistin ermittelt, ein Opfer macht eine Aussage unter Hypnose und führt die Kriminalisten dann quasi in Trance und gemalten Bildern zum Tatort. Ja, soweit zum Film gestern. Uns aber hat interessiert, wie sieht das mit dieser Methode eigentlich in Wirklichkeit aus? Wie viel echte Polizeiarbeit steckt in der Geschichte? Vielleicht werden jetzt einige überrascht sein von Ihnen. Gute Nachrichten aus dem Berliner Tierpark. Das Eisbärenkind Hertha hat diese spektakuläre Flucht mit einem Heißluftballon, liebe Zuschauer, hat damals Schlagzeilen gemacht. Absolut. Bei vielen war der Gedanke damals nur im Kopf, die DDR zu verlassen, nachdem ihr Land immer mehr mit Mauer, Stacheldraht und Todesstreifen abgeriegelt worden war. Aber allein zwischen 1976 und 1988 scheiterten rund 38.000 Menschen bei ihrem Fluchtversuch. Mehr als 400 bezahlten das mit ihrem Leben. Heute, auf den Tag genau vor 40 Jahren, sind zwei Familien mit dem Heißluftballon abgehoben und ihnen ist die Flucht gelungen. In einem Waldstück in Sachsen-Anhalt wurde ein Toter entdeckt und sehr wahrscheinlich starb er keines natürlichen Todes mehr jetzt. Jetzt, liebe Zuschauer, reden wir über ein Thema, das viele eher meiden und das, obwohl er uns früher oder später eben alle erwartet, der Tod. Mit ihm befasst sich Mediziner und Moderator Eckart von Hirschhausen in einer Doku nämlich, die heute Abend bei uns im Ersten läuft. Dafür war er in einem Hospiz in Bochum. Ja, und die Frage ist, wie gelingt ein Leben, wenn einem die Endlichkeit bewusst ist? Nur eine von sehr, sehr vielen Fragen, die den Moderator beschäftigen. Machen Sie mal kurz. Ein Thema und ein Film, der unter die Haut geht, absolut. Reden wir jetzt über Leben und auch über den Tod mit Eckart von Hirschhausen. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Ja, Sie sind dem Tod begegnet, im Hospiz nämlich. Das kann man durchaus sagen. Inwieweit hat Sie diese Begegnung eigentlich verändert? Über das Thema Medizin, Sie haben es schon erwähnt. Sie sind Mediziner, der Tod galt immer als Feind, auch im Studium. Was denken Sie jetzt, was nehmen Sie jetzt mit aus diesem Besuch? Thema, das war zum Thema Protest, jetzt zum Thema Humor. Welche Rolle spielt die denn eigentlich? Vielen Dank, Eckart von Hirschhausen. Mehr über das Thema Leben und Sterben dann heute Abend in Hirschhausen im Hospiz, 20.15 Uhr hier bei uns im Ersten. Und ich sage vielen Dank für das kleine Interview. Dankeschön. So.
Und wir reden gleich über die Trennung von Andreas Gabalier und seiner Freundin. Aber jetzt erstmal die Fantastischen Vier. 1989 fiel der Startschuss für vier damals noch unbekannte Hip-Hop-Musiker aus Stuttgart. Ein bisschen später dann der Durchbruch mit Dida. Und man kann es kaum glauben, seit 30 Jahren gibt es die Band jetzt schon. So sahen die Jungen eine Menge passiert. Viel Musik und Stoff für die große Leinwand. Was geht? Viele freuen. Was haben die Promis am Wochenende im Netz so getrieben? Da hat uns Heidi Klum diesen süßen kleinen Form Wochenende aus der Welt der Prominenz. Kommen wir jetzt aber noch mal zum Thema Jubiläum, liebe Zuschauer. Mehr als 40 Jahre hat eine Band auf dem Buckel, die Sie garantiert alle kennen. Ihr Markenzeichen, sage ich mal, der unverwechselbare Wiener Schmäh. Die erste allgemeine Verunsicherung. Klar, sie ist Kult, nicht nur in Österreich, aber genau da in Wien gab es jetzt das große Abschiedskonzert. Und da ließen es die Musiker noch mal so richtig krachen, als würden sie gar nicht aufhören wollen. Also gehört, er hat von Pause gesprochen. Mal sehen, ob da nicht doch noch was kommt. Vielleicht. So, wir sagen jetzt auch Tschüss. Bis morgen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Punkt 17.15 Uhr. Jetzt für Sie einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.